Um kein anderes Medium ranken sich so viele Mythen und Legenden wie um die Schallplatte. Im Zuge der digitalen Revolution Ende der 80er Jahre, welche analoge Medien in allen Bereichen des Lebens verdrängt hat, hält sich das bereits im Jahre 1895 von Thomas Edison erfundene Schallspeicherungsverfahren. Von einem Comeback der Vinylschallplatte kann also nicht die Rede sein, denn dazu hätte sie erst einmal verschwinden müssen. Diese Nische hat eigentlich im Schallplattenbereich nur überlebt, weil die DJs quasi in ihren Diskotheken Platten aufgelegt haben und damit auch heute noch arbeiten. Als sich mit Einführung der CDs die großen Major-Labels aus der Vinylproduktion zurückzogen, ergriffen die DJs die Initiative, um die brachliegenden Presswerke für ihre Produktionen zu nutzen. Für die DJs waren es die haptischen Vorteile, die eine Schallplatte gegenüber digitalen Medien nutzbarer machten. Man hat was Analoges zum Anfassen, die CD eignet sich in dem Sinn eigentlich nicht so. Es macht mehr her, einfach vor dem Publikum schon. Es ist ein Tonträger, den man anschauen kann. Anhand der Rillen sehe ich schon, wo was los ist. Nicht unentscheidend ist dabei die Größe der LP. Was im laufenden Betrieb zur besseren Orientierung und Bedienbarkeit führt, ist auf dem Weg zum nächsten Gig eher lästig. Vinyl, wenn man das auflegt, hat man immer eine Riesenschlepperei. Also die Leute, die CDs benutzen und damit arbeiten, haben natürlich wesentlich weniger zu tragen. Es ist für große Reisen natürlich angenehmer. Das Digitalsystem Final Scratch soll Abhilfe schaffen. Per Timecode-Schallplatte werden digitale Titel auf dem PC gesteuert. Einmal eine DVD gebrannt und ein Musikarsenal von 24 Stunden immer in der Westentasche. Man beschäftigt sich weniger mit der Bibliothek, die man mitnimmt, als wenn man zu Hause die Bibliothek hat und sie durchgucken muss, um das mitzunehmen, was man braucht. Das Beschäftigen mit Musik. Welche Stücke passen zusammen? Wie entsteht eine Gesamtdramaturgie für die Tanzfläche? Da ist die Musik allein schon das Instrument. Und der Plattenspieler als Instrument, das kam jetzt in den letzten Jahren noch viel, viel verstärkter auf. Extremes Manipulieren, um eine neue Musik zu kreieren. Die Turntablisten, wie sie sich selbst nennen, sehen sich als Musiker, nicht als DJs. In ihrem Repertoire spezielle Schallplatten mit Geräuschen und Percussion-Loops. Battle and Scratch Tools sind ein wichtiger Faktor auch in meinem Laden, weil die Turntable-Listening machen, darauf zurückgreifen, in der Hauptsache. Den Rest sucht man sich auf dem Trödelmarkt zusammen. In Trödel- und Secondhand-Märkten trifft man auf Plattenkäufer, die sich besonders auf Antiquitäten, Oldtimer und Liebhabereien spezialisiert haben. Ich habe halt eher eine größere Affinität zu Schallplatten als zu CDs. Und habe mich halt eher auf diese ganzen Raritäten spezialisiert. Sachen wie Pink Floyd oder Frank Zappa kommen einfach auf der Platte viel, viel kultiger rüber. Dabei spielen auch die kleinen Schwächen und Tücken der Schallplatte eine Rolle. Ich denke schon, dass es den meisten Leuten sogar recht ist, wenn eine Platte knistert oder noch ein bisschen dieses Ursprüngliche wiedergibt. Im Klangvergleich zur Vinylplatte ist natürlich eine CD sauberer. Die Schallplatte ist aber wärmer, bringt Grundtöne mit, die die CD nicht leisten kann. Man hört Instrumente, die man auf der CD gar nicht hört. Mit der Technik, die wir heute haben, hört man es tatsächlich richtig raus. Dann ist es nicht nur was fürs feine Ohr. Diese angenehme Färbung der Musik, die Beständigkeit und der Wert des Mediums an sich. Mittlerweile produzieren die großen Major-Labels teilweise wieder auf Schallplatte. Wir haben von Grönemeyer Mensch gepresst, auch 2000 Mal. Und das garantiert nicht für Diskotheken, sondern nur Liebhaber. Doch wie wird da die Zukunft der CD aussehen? Wird sich die analoge mit der digitalen Welt arrangieren? Die Platten haben immer ihren Wert behalten, beziehungsweise wurde gesteigert. Die Nachfrage ist größer geworden und ich denke, sie wird größer. Die CD als solche ist vielleicht sogar noch ein bisschen fragwürdiger geworden. CD wird verschwinden vom Markt. Die ganzen Verkaufszahlen im CD-Bereich sind durch gerade das Runterladen ganz im Keller. Auf der anderen Seite kann man Musik, die man auf Schallplatte hat, dann aufnehmen und digital wieder verändern. Es ist schon, es erweitert das Ganze mehr, also es ist limitiert. Er ist ja kein Zukunftsverweigerer. Es wird wohl auch in Zukunft mit der Schallplatte gearbeitet werden. Und dabei steht sie zu ihren Schwächen. Das leidige Streitthema digital-analog könnte man ganz einfach für beide Seiten zufriedenstellend beenden. Digital klingt sauberer, analog einfach schöner.